Herr Kubicki, was für eine Ehre. Sie sind der Ehrengastredner heute des Tages. Es war eine sehr beherzte Rede. Sie haben auch viele Themen angesprochen, auch klare Worte wiedergefunden. Wir wollen heute kein zu großes Fass aufmachen und auch keine Brisanz in das Gespräch bringen. Aber uns interessiert natürlich, was Sie im Moment bewegt und wie Sie den Neustart empfangen, aus Ihrer Sicht interpretieren, im Angesicht jetzt auch vielleicht auf die Wahlen jetzt hier in Schleswig-Holstein. Sie können auf alles Bezug nehmen. Ich lasse Ihnen da völlig freien Raum. Nein, zunächst einmal freue ich mich, dass man wieder einen Empfang dieser Größenordnung machen kann, dass man den Menschen wieder ins Gesicht gucken kann ohne Maske, dass viele Leute ihre Sorgen und ihre Angst überwunden haben. Denn wir wissen jetzt seit der Omikron-Variante, selbst wenn wir uns infizieren, es wird keine bösen Verläufe mehr nehmen. Und ich glaube, dass man gerade in einer solchen Zeit, wo unmittelbar in unserer Nähe ein Krieg herrscht, immer wieder sich klar machen muss, ne? Kultur und Kunst und Geselligkeit gehört auch zum Leben dazu. Und wir dürfen stärkt nicht, auch unser Immunsystem. Ne? Wir dürfen jetzt auch nicht weil Krieg herrscht, jetzt alles aufgeben. Trotzdem bewegt mich jeden Tag, was in der Ukraine passiert. Mich bewegen die Bilder, mich bewegt die Tatsache, dass beispielsweise in Mariupol noch mehrere hundert Zivilisten in Keller untergebracht sind, keine Wasserversorgung, keine Lebensmittelversorgung haben, dass da Menschen täglich sterben, zu Hunderten, zu Tausenden. Das muss wirklich ein Ende haben, denn wir leben doch in einem zivilisierten Europa. Wir hatten uns doch versprochen, dass nie wieder auf europäischem Boden ein Krieg ausbricht. Und das ist leider passiert. Aber ich bin Klaus Schiemann so dankbar, dass er trotz allem das organisiert hat, dass er das durchgeführt hat, dass der Blankeneser Frühjahrsempfang, ist ja kein Neujahrsempfang, der Frühjahrsempfang jetzt hier so stattfinden kann. Und wir sollen uns immer wieder bewusst machen, nicht, dass das, was wir haben, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, keine Selbstverständlichkeit sind. Und dass wir es jeden Tag genießen sollen, in einem solchen Land zu leben, wie es Deutschland ist. Da wollte ich auch Ihnen ein Kompliment machen. Ich bin ja auch ein Fan von Ihnen. Ich bin nämlich auch bei Facebook ein Follower von Ihnen. Und manchmal muss Sie sind das. Ich bin das. Und diesen einen Post, den Sie da gesetzt haben, der aber auch publiziert wurde, Sie haben ja Herrn Drosten das Leben ganz schön schwer gemacht, muss man ja sagen. Denn im Expertenrat ist er ja nicht mehr. Und ich glaube, da sind Sie nicht ganz unbeteiligt an der Tatsache, zumal es ja dieses Gremium gab, die eine Evaluierung vorgenommen hatte, aber eben halt diese Evaluierung wurde zurückgehalten. Und Sie können das ja gerne weiter ausführen, Sie wissen ja, wovon ich spreche. Also zunächst einmal habe ich einfach nur die Frage gestellt, ob es Sinn machen kann, jemandem, der der Bundesregierung eine ganze Reihe von einschränkenden Maßnahmen empfohlen hat, geradezu aufgedrängt hat, mit der Evaluierung zu beauftragen. Vor allen Dingen habe ich mich darüber geärgert, dass Herr Drosten die Evaluierung gar nicht will. Nicht also zu erklären, außer mir, sind die anderen Wissenschaftler nicht tauglich, also sie sind nicht kompetent genug und es gibt keine ausreichende Ausstattung, ist schon eine ziemliche Anmaßung. Denn die Experten sind berufen worden vom Bundesgesundheitsminister, von Karl Lauterbach und vom Deutschen Bundestag. Das sind ausgewiesene Experten, Virologen, Epidemiologen und andere mehr. Aber entscheidend ist, wir dürfen jetzt auch im Herbst, das ist ja die Idee von Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, jetzt nicht einschränkende Maßnahmen wieder ins Werk setzen, ohne zu wissen, ob und wie sie überhaupt wirken. Mittlerweile gibt es sehr valide Erkenntnisse darüber, dass die Schulschließungen ein grundlegender Fehler gewesen sind, weil die Schulen zur Pandemiegeschehen nicht wirklich was beigetragen haben, aber die Schulschließungen zu Lernverlusten bei den Kindern geführt haben, zu Verlust von sozialer Kompetenz. Und deshalb brauchen wir eine evidenzbasierte Entscheidung. Und dass wir jetzt anderthalb Jahre lang keine Daten haben, spricht eigentlich auch gegen das Robert-Koch-Institut. Das ist extra dafür da, diese Daten zu erheben, steht im Gesetz. Steht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse und dass das RKI nach anderthalb Jahren keine entsprechenden Daten liefern kann, heißt, die Behörde muss anders organisiert werden. Ja, oder ist das auch, sag ich mal, so gewollt? Also kann man, was sind denn die Hintergründe, dass man einmal wirklich auch mal ein bisschen Ursachenforschung betreibt? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich warne auch davor, hinter allem böse Absicht zu vermuten. Warum sind es immer die Menschen, die einem mit Restriktionen kommen? Sie haben ja auch leichte Spitzen gegenüber Herrn Tschentscher verlauten lassen. Wir waren einen Monat länger als alle Bundesländer. Also darf ich mal, MacPom auch, weil es war recht. Wir hatten ja ein Gerichtsurteil. Das war rechtswidrig, auch in Hamburg rechtswidrig, machen wir kein Vertun. Aber dieser eine Monat hat gezeigt, dass die Maßnahmen von Herrn Tschentscher keine andere Wirkung hatten als die Aufhebung der Maßnahmen in anderen Bundesländern. Also insofern muss Herr Tschentscher auch mal darüber nachdenken, ob seine Politik eine richtige war. Aber das ist Vergangenheit. Mir geht es jetzt darum, dass wir jetzt möglichst schnell mit möglichst viel Aufwand daran gehen müssen, Kohorten zu bilden, mit deren Verlauf wir nachvollziehen können, um zu wissen, macht der Einzelne tatsächlich, die Schließung Einzelne, macht das Sinn, ja oder nein? Macht Maskentragen einen Sinn, ja oder nein? Und wenn ja, wo? Macht eine Ausgangssperre nach 22 Uhr einen Sinn? Mit Sicherheit nicht, weil das Virus nicht um 22 Uhr 1 gefährlicher wird als um 21.59 Uhr. Also, da war auch Herr Tschentscher wieder der Vorreiter mit der Ausgangssperre, muss man ja mal so sagen dürfen. Ne? Er war der Vorreiter. Ja gut, aber auch
Das müssen die Hamburger mit Sicherheit Tschentscher ausmachen. Ich habe ja gesehen, wie viele Hamburger nach Schleswig-Holstein geflohen sind, um dieser wunderbaren Maßnahme zu entgehen. Noch einmal, jetzt kommt es darauf an, gerade wenn es Leute gibt, die befürchten, dass wir im Herbst eine neue Welle bekommen. Ich befürchte das nicht, aber egal, dass wir keine Maßnahmen ins Werk setzen, von denen wir nicht genau wissen, wie sie wirken. Denn das sind immer Grundrechtsbeeinträchtigungen. Und diese Grundrechtsbeeinträchtigungen bedürfen einer validen Begründung. Ist sie nicht vorhanden, darf es nicht passieren. Und ich kann Ihnen sicher sagen, ich gehöre dem Deutschen Bundestag an und ich war in den letzten Wochen und Monaten relativ erfolgreich in dieser Frage. Es wird die von Karl Lauterbach überlegte Verschärfung des Infektionsschutzes nicht geben. Hm. Nicht mit Stimmen der Freien Demokraten und die Braucher dringend. Das war eben meine nächste die Frage. Die Braucher dringend, ja. Wenn wir, wie gesagt, nicht diese Evaluierung bekommen, die der Deutsche Bundestag im März 2021 beschlossen hat, bis zum 30.09. dieses Jahres. Wenn Karl Lauterbach sagt, es geht nicht, dann gibt es keine einschränkenden Maßnahmen mehr. Aber ich muss es mal so sagen und auch zusammenfassen, Sie avancieren ja zur Freiheitsikone mittlerweile, weil Sie sind ja einer der wenigen Politiker, der sich wirklich öffentlich, sag ich mal, der Frage stellt, zu sagen, Freiheitsrechte, Grundrechte dürfen nicht ohne valide, wie gesagt, Ergebnisse. Also ich bin keine Freiheitsikone, sondern ich bin... Aber Sie sind es geworden. Sie sind die, ja, Sie personifizieren. Aber ich bin, wie gesagt, ein Vertreter des Rechtsstaats. Ja. Und der Rechtsstaat besteht darin, dass wir nicht glauben, mit Vermutungen dürfe man jetzt Politik machen, sondern man braucht schon sichere Erkenntnisse, die bisher nicht vorliegen. Und solange sie nicht vorliegen, wird es keine Verschärfungen geben. Aber da fehlt mir aus den Parteien eben halt noch ein bisschen mehr Solidarität und Schulterschluss. Ja, aber wir haben gesehen, bei der Frage der Impfpflicht gab es eine deutliche Mehrheit des Deutschen Bundestages. Nicht nur Wolfgang Kubicki, nicht nur 94% meiner Fraktion, sondern eine deutliche Mehrheit im Deutschen Bundestag, die genau das abgelehnt hat. Mhm. Und das war, glaube ich, eine heilsame Lehre auch für Karl Lauterbach. Zum Abschluss nochmal die Schleswig-Holstein-Wahl, wenn Sie da noch was sagen würden. Da gab es ja auch einen kleinen Seitenhieb, warum sind Sie nicht vor Ort gewesen, warum sind Sie hier? Ja gut, nun ist Henkel für mich nicht der Maßstab, aber wir haben noch einen Tag, ich bin morgen bei meiner letzten Veranstaltung. Ja. Ich habe Klaus Schümann vor geraumer Zeit zugesagt, Christian Lindner ist heute in Schleswig-Holstein, der kann die Wahlkämpfe auch ohne mich bestreiten. Insofern konnte ich mich bedenkenlos entfernen, weil die Sache ist mit Christian Lindner heute in guten Händen und morgen bin ich wieder im Wahlkampf dabei und Sonntag gibt es ein gutes Ergebnis. Allerletzter Satz, wir haben ja einen Neustart jetzt. Was ist für Sie denn persönlich der Neustart? Haben Sie für sich auch was definiert, was Persönliches, was Privates oder doch im politischen Bereich Neustart? Gibt es da so eine Symbolik, irgendwas, was uns auch ein bisschen Zuversicht gibt, damit wir nicht nur die schweren Themen, die ich heute bewusst ausgelassen habe, Also bei mir ist das ansprechen. So, ich bin ja auch, habe mich ja auch infiziert, bin mittlerweile Genesene, hatte keine Symptome, sondern hatte nur die Infektion, bin in Spanien 7 Tage eingesperrt worden und habe ab 11 Uhr mit Sauvignon Blanc geboostert. Und ich kann nur sagen, das hat sich bewährt. Ich kann das nur empfehlen, alle, die zu Hause eingesperrt sind, sollen ab 11 oder 12 Uhr schon mal ein Gläschen Wein zu sich nehmen. Dann übersteht man die 7 Tage auch. Herr Kubicki, ich danke Ihnen, wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Dankeschön, danke. Ciao.